Tischrücken. Tischrücken ist eine Form der spiritistischen Praxis. Tischrücken bedeutet, dass mehrere Menschen zusammenkommen zu einer Seance und das Tischrücken ist eine okkultistische Übung zur Verbindung mit Feinstoffwesen. Die Menschen berühren alle den Tisch und dann fängt der Tisch an, sich zu bewegen. Manche erklären das Phänomen des Tischrückens als unwillkürliche Muskelbewegungen, die harmonisiert sind unter den Beteiligten. Und manche sagen, dass das Tischrücken kommt durch das Unterbewusstsein und durch Prana, und durch das Prana wird der Tisch bewegt. Wenn der Tisch anfängt, sich zu bewegen, dann ist ein Zeichen, dass das Prana aller Teilnehmer aufeinander eingestimmt ist, also die Energie, die Ohmkraft. Und danach kann man vielleicht Kontakt aufnehmen zu einem Geistwesen oder auch diese entstandene Energie nutzen, um Zugang zu finden zu einer höheren Wesenheit. Also Tischrücken, der Beginn einer spiritistischen Sitzung, letztlich um das Prana, die Lebensenergie, die Ohmkraft miteinander zu verbinden und sich zu öffnen für höhere Führung.